Und damit ein herzliches Willkommen zurück. Ja, in der letzten Folge konnte ich mich nicht verabschieden. Technische Probleme. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist auf einmal alles ausgefallen. Sorry dafür. Aber wir machen halt direkt an der Stelle hier weiter. Kann ja mal passieren, ne? Also solche Sachen passieren etwas. Und wir gucken gleich mal. Im Erzkrieg, sagst du. Gefällt mir gut. Alles mitnehmen und gleich mal die Axt ausrüsten, obwohl ich ja eher der Typ bin für Dingens, aber für Schwerter, aber ich mag die immens. So, ich hoffe, dass es jetzt einfach mal weiter funktioniert. So. Kühne ist Frieden. So, links oder rechts? Okay, das ist nicht allzu schwierig. Ups. So. Ja, und damit wollen wir jetzt dann auch hier wieder raus. Einen neuen Drachenschrei und. Mann, es läuft sehr gut sogar. Auch wenn es in der letzten Folge, die leider unterbrochen worden ist, aber ich kann halt nicht immer was dafür. Dinge passieren. Damit müssen wir leben. So, hier ist alles irgendwie eingestürzt, nicht sehr angenehm. 4 Gold. Da sind wir wieder in seinem Büro. Oh, Bücher, die ich nicht gesehen habe. La la la. So, jetzt müssen wir nur noch ein letztes Mal. Oh, war wohl der falsche. Kann ja mal passieren. So. Dann müssen wir uns gleich schon die nächste Quest mal raussuchen. In höchster Not. Drachenblut. Sprich mit Anführer der Dämmerwacht. Mhm. Delfin in Flusswald. Das noch nicht, weil dafür wäre es schlau, noch ein bisschen mehr auf Abulstein, ja, Festung Nordwacht. Wer war das? Ah, ja, stimmt, ja. Wir müssten da ein bisschen mehr schleichen. Ah, das war der so weit da hinten ist. Da können wir eigentlich von da aus dann dahin laufen. Also für mich ist es wichtig, dass ich in dem Let's Play sozusagen alle normalen Quests zeige. Nebenquests vielleicht nicht so sehr, aber so, weiß ich nicht. Ein paar Nebenquests machen wir trotzdem. Ich will einen Drachen. Komm her, du Missgeburt! Willst du hin? Verdammt, ich hab ihn aus den Augen verloren. Ich glaube, der scheint keine Notiz von mir zu nehmen hier. Wolfschädelhöhle entdeckt. Ja, wollen wir da mal. Nein. Ich würde zwar viel lieber gegen den Drachen kämpfen, aber der will irgendwie nicht. Also meine Skills haben sich schon rumgesprochen.
Das ist wahre Macht. Kennen wahrscheinlich diese geheime Magie. Macht Holz zu Gold. Wenn ich das bloß könnte. Süße Rache, wie schön ich mir ins Fäustchen lache. Keine Sekunde verbringe ich mehr in diesem stinkenden Kerker. Da sterbe ich doch lieber, als mich zu ergeben. Die Axt aber geflogen. Boah, was haben die denn hier für eine Saufgelage veranstaltet? Gutes Essen. Okay, das lobe ich mir. Irgendwie kommt mir das hier sehr bekannt vor. Nein. Hier drüben. Gnade ist ausverkauft. Mit Ruhe. Hier sieht auch nichts nach Falle aus. Dann mal anscheinend nicht hier hoch. Okay. Dann weiß ich es leider nicht. Von hier auch ihn auch töten können. Naja, er ist tot. Nur das zählt. Die Höhle hätten wir dann auch mal schnell durchsucht. Also. Alter, ist das ja verwirrend. Stell wieder raus. Schneebeeren. Klingt lecker eigentlich. Oder hochgiftig. Totgiftig. Aha, ein Schai-Hase. Schase. Ich wollte erst Schneehase sagen, aber jetzt gar kein Schneehase. Ziege. Züge? Hat Schnute gemacht?
Was ist das denn? Auch eine Festung. Die uns feindlich gesonnen sind? Wenn ja, wird denen was blühen. Hallo, Freund! Ich bin ein einsamer Wanderer. Bis hierher und nicht weiter. Bis hierher und nicht weiter. Ja, das reicht, wenn ihr es einmal sagt. Okay, ihr wollt mich nicht als Freund. Dann werdet ihr als mein Abendessen enden. Bis hierher, bis hierher und nicht weiter. Ihr habt euch eine schlechte Zeit gekauft. Sprüche, weil es von denen steht ein Werwolf. Yummy, yummy, I got love in my tummy. Kann ich euch wesentlich leichter ausrauben? Ach, da wäre ich von allein gar nicht drauf gekommen. Und nochmal schnabulieren. Aber da lag doch noch einer. Wo ist der andere? Ich will ja nichts verkommen lassen. Ja, irgendwie ist der weg. Ich liebe Herausforderungen. Ja. Das ist eine Herausforderung. Hä, warum liegt der denn hier? Bring euch um, wenn ich es nicht. Ach ja, ein paar kleine Snacks. Oder ein Festmahl ist es ja schon eher. Lalala, wo seid ihr? Ich liebe gute Kämpfe. Ja, und ich liebe gutes Abendessen. Das war gar nichts. Oh, ich hab da mal den Kopf entdeckt. So, und jetzt bist du dran, meine Liebe. Ich komm zu dir. Ich bin schon da. Na du? Ich glaube, die lebt sogar noch, oder? Jetzt, sie ist tot. Schade, da kriege ich meinen Snack nicht. Dumm gelaufen, muss ich sagen. Ich bin fast tot. Eben wieder mich zurückverwandeln. Und der Morgen bricht an. Nui. Das ändern wir mal schnell. So, siehst du? Geht's uns doch schon wieder besser. Sollen wir mal hier runter? Was war das denn gerade für ein doppeltes Wegsteckgeräusch? So. Schön, 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 schön. Ach ja, für die DLCs. Da die in dem Spiel direkt integriert sind und ich nicht weiß, ab wann was zu was gehört und das miteinander ist. Und nicht so wie bei The Witcher, das, was weiß ich, Hearts of Stone oder verdammt, was war das andere jetzt? Ich komme gerade nicht drauf. Da ist das ja ein bisschen eingeteilt. Das geht hier nicht. Deswegen wird das auch immer Skyrim heißen. Also, dann wird es nicht noch
irgendwas Dawn God oder Heartfire oder so. Heartfire. Das wird da nicht dahinter stehen. Nur damit ihr es wisst. Aber die CD könnt ihr auch so kaufen, deswegen. Oh, hier ist Blut. Und noch mehr Blut. Und Leichenteile. Tiefensturzhöhle. Tiefensturzhöhle. Naja, egal. Wir müssen weiter. Hoch oder runter? Oh, das kriegen wir hin. Pine Hawker. Noch eine Höhle. Können wir auch eben schnell mal mitnehmen. Ja. Untere Tiefen. Ah, okay. Wenn man dann tief gestürzt ist, dann. Was ist von der Geschichte? Ich bin ein echter Nord. So einfach ist das. Geht weiter! Ja, es ist so. Gut. Alter. Wir holen Thorald zurück. Auf jeden Fall. Wir töten jeden Talmor auf dem Weg zu Thorald und bringen ihn dann lebend raus. Los geht's. Attacke. Moment. Gegendeckung. Attacke. Ah, wo ist der Eingang? Ich glaube da irgendwo. Da, du dreckiges Elfenpack. Ach, verdammt. Ich werde euch in Stücke reißen. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen? Ja, natürlich. Warum auch immer die orkische Sachen dabei haben. Gut, Orks gehören auch zu den Elfen. Sagt man ja auch, dass Orks auch eine elfenähnliche Rasse sind. Schön ist, dass denen ihre Rüstungen so leicht sind und man ordentlich was davon mitnehmen kann. Ich werde euer erbärmliches Leben beenden. Verdammt daneben. Wie komme ich da hoch? Mir werdet ihr nicht entwischen. Geil und. Das sind, glaube ich, die, die mit uns hier gekämpft haben. Die sind aber schnell gestorben. Hallo, ich bin da. Gefällt euch das? Klar, ich bin voll der Rennen-Typ, ich brauch sowas. Ich werde euer erbärmliches Leben beenden. Ja, erbärmlich. Oh, ja. Was machst du? Also nur so zum Spaß. So, ich glaube, hier draußen haben wir das jetzt gesichert, oder? Ich weiß nicht, der Typ rennt mir nur hinterher, anstatt mir was zu sagen. Oh, der war dann doch zu schwer. So. Wir holen Thorald zurück. Auf jeden Fall. Ach nee, man brennt jetzt da drinne. Oh, wie cool ist das denn? Aber so richtig sterben tue ich dadurch nicht. Ne? Also, das war's auch schon. Ich stehe immer noch drinne und alles gut. Man gewöhnt sich einfach dran. Okay, das lassen wir dann mal. Ja, wir holen deinen Bruder jetzt zurück. Jetzt erinnere ich mich nämlich wieder. Das schaffen wir auch noch in dieser Folge. Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht tun würden. Was? Was? Ja, schleichen ist egal. Tötet sie alle. Ich werde euch vernichten.
Ist einfach nur noch töten gewesen. Den würde ich gern durchsuchen. Die haben recht oft irgendwas Interessantes, aber der nicht. Voll klar. Ist das hier? Alter, was? Die Elfen saufen aber ganz schön, oder? Das waren keine Bücher. Eine Axt. Nichts Interessantes. Sauber machen tut ja auch keiner. Das war ich, war das. Habt ihr etwas gehört? Alter, der nimmt da immer die Kills. Das macht alles wirklich. Warte. Was? Neue Stufe. Yay. Jetzt sind wir 20. Was benutze ich gerade? Schwierig. Schmiedekunst. Zack. Sehr schön. Hey, ganz cool, ganz ruhig. Hey, was soll man? Was? Hi. Ja, habt ihr den Mann nicht gehört? Sterbt endlich. Was? Hallo. Genug. Ich sag, wenn genug ist. Ist da jemand? Es ist nie genug. Die nimmer. Ich weiß nicht, ob wir da durch müssen. Ich habe das Gefühl, ja. Deswegen bringen wir den doch erstmal da oben. Na, wo ist er denn jetzt? Hallo? So langsam kriege ich das Gefühl, wir müssen hier lang. Ach geil, jetzt ist die Tür offen. Ich werde euch umbringen. Ich werde euch brennen sehen. Hi. Cool. Ja, so kommt man hier auch rein. Sehr schön. Mehr Müll als alles andere, aber... Oh mein Gott, ein Buch. Ich werde euer erbärmliches Leben beenden. Die haben irgendwie ein Problem mit unserem Leben. Bei ihr seid doch die, die alle sterben. Ich bin jetzt schon zu mächtig für euch. Wir wollen das erst in keine Ahnung, 30 weiteren Folgen sein. Los, steh auf, Mann, du bist ja eine Memme, du. Ich werde euch brennen sehen. Ja, dann mach. Ja! Ja! Kriege euch! Hab ihn schon. Ach ja. So, wir metzeln uns hier fröhlich weiter durch. Müssten ja bald irgendwo mal ankommen. Was war das? Nichts. Aha! Du bist doch nur ein Magier. Thorald? Ja, ich trage schon zu viel. Nein, das wollte ich den geben, Mann. Halt! Ja, seid. Ihr das? Da bin ich. Ich wusste doch, dass ich euch finde. Was um alles in der Welt? Wir haben keine Zeit. Wir müssen hier raus. Los, gehen wir. Ihr da. Ich hatte nicht damit gerechnet, jemals wieder ein freundliches Gesicht. Wir müssen uns so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Einfach los. Retten? Wir müssen raus hier. Und zwar schnellstens. Ich kann dich nicht befreien. Okay, gut, das macht er von alleine, wie es aussieht. Los, 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 los.
Ich mache uns den Weg frei. Ist sie tot? Sie sieht recht tot aus. Komm schon, ich versuche hier eine gute Tat zu tun. Ach, dann stirb doch, wenn du noch lebst. Du lebst aber noch. Wir verplempern wahrscheinlich wieder. Oh. Gut, da haben wir einen guten Punkt. Okay, das war noch nicht genug. Ah nein, das waren um Millimeter. Ja, du bist frei, Junge. Was guckt ihr denn so? Du bist auch noch am Leben. Erst den Ansatz finden, das ist immer das Schlimmste, gerade bei Meister, weil dann gehen die Dietriche sehr schnell kaputt. Gut, dann darfst du auch hier bleiben. Vielleicht hilft der andere. Alter, Bücher. Aber nicht jetzt. Sehr schön. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr mich aus diesem Ort gerettet habt. Ich schätze, ich hätte wohl sonst nie mehr das Tageslicht erblickt. Aber weshalb riskiert ihr euer Leben für mich, einem Fremden? Natürlich, ich hätte es wissen müssen. Avolstein steckte dahinter, oder nicht? Ich kann nicht bleiben, nicht hier, nicht in Weißlauf. Für Avolstein ist es vermutlich auch nicht sicher. Am besten versuchen wir uns den Sturmmänteln anzuschließen. Aber würdet ihr mir einen Gefallen tun? Sagt meiner Mutter, sie müsse den kalten Wind des Winters erdulden, denn er trägt die Samen des nächsten Sommers mit sich. Sie wird schon wissen, was das bedeutet. Nochmals vielen Dank. Ihr habt mir das Leben zurückgegeben. Macht's gut. Ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Dann los. Ich halte dich nicht auf. Scheuer. Gut, wir müssen jetzt seiner Mutter Bescheid geben. Mhm. Was ist denn das da hinten? Das sieht ja sehr interessant aus. Wow, hier soll ein Hafen sein? Das ist doch nur ein Boot. Burg Volkia. Das ist wahrscheinlich die, ne? Aber nicht jetzt. Ich weiß nämlich, was da passiert. Also, später. So, da müssen wir hin. Da ist ein Feind in der Nähe. Verdammte Schlammkrabbe. Noch jemand. So. Dann wollen wir ihr Bescheid sagen, damit wir die Quest vollständig abschließen. Hoffe ich zumindest, dass das dann vorbei ist. Mann, mit solchen Zauberstäben arbeite ich eigentlich auch nie wirklich. Ja, vielleicht ändern wir das mal. Und probieren es mal aus. Oh, der Kurier. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen.
Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Klingt ja interessant. Jetzt müssen wir nur noch mit der Dame, älteren Dame reden. Bitte sagt, dass ihr etwas über mein... Wirklich? Ihr habt ihn gerettet? Ich muss ihn sofort sehen. Was? Nach all dem kann ich ihn nicht einmal sehen? Woher weiß ich denn, dass ihr die Wahrheit sagt und mir nicht einfach erzählt, was ich hören will? Denn ihm wohnt der Spross des nächsten Sommers inne. Mein Junge. Also ist es wahr. Fürs Erste reicht mir die Gewissheit, dass er lebt. Sie gibt mir Frieden. Hab Dank, lieber Freund. Ihr habt mir meinen Sohn wiedergegeben. Ich ließ Eolund dieses Stück für Thorald anfertigen. Es sollte sein Willkommensgeschenk sein. Vermutlich kann er es jetzt nicht haben. Aber warum nehmt ihr es nicht? Wir können ja ein neues Stück anfertigen, wenn der Krieg zu Ende ist und Thorald nach Hause kommen kann. Passt gut auf euch auf. Ja, das ist doch, schon eine nette Geschichte hier. Also jetzt geht's nicht. Und damit würde ich dann sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es heißt Skyrim. Nein, dann werden wir, glaube ich, mal die Rotwardonen hier suchen. Also diesen Auftrag. Moment. Nein. Nein. Da. Den werden wir dann erledigen. Oh, was ist passiert? Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und entschuldigt nochmal wegen der letzten Folge, dass das einfach abgebrochen ist, aber da konnte ich wirklich nichts für. Es tut mir echt leid. Tschüss.